Noppenalarm aus Schweden. Wir testen den Neotec Tokan. Nur knapp 25 Euro werden für den schwedischen Langnoppenbelag von Neotec fällig. Der Tokan, was wohl so viel wie Ansturm bedeutet, kommt mit relativ dünnen und mittelharten geriffelten Noppen daher. Auffällig ist, dass die Noppen relativ weit auseinander stehen. Wir haben für dieses Video die Version mit 1,0 mm Schwamm, die laut Hersteller für die tischferne Verteidigung optimiert ist, getestet. Trotz der eigentlich eher defensiven Ausrichtung generiert der Tokan ein gehobenes Grundtempo. Die Noppen reagieren außerdem deutlich spürbar auf ankommenden Spin, wie man hier im Dots-Test auch gut sehen kann. Von Beginn an bietet der Tokan eine überraschend hohe Kontrolle, die den Belag sicherlich sehr einsteigerfreundlich macht. Für uns kam gleich mit den ersten Bällen die große Überraschung. Der Tokan lässt sich nämlich durchaus gut für aktive Konter und Treibschläge einsetzen. Diese offensive Eignung, die durchaus unangenehme abtauchende Bälle für den Gegner produziert, ist sicherlich auch eine der Hauptstärken dieses Gummis. Gerade wenn der Gegner eher weiche Topspins zieht, können diese relativ einfach abgeschossen werden. Die Schnittempfindlichkeit des Tokan führt dazu, dass diese Noppe jedoch gewiss kein Hinhaltebelag ist. Denn dabei steigen passive Blocks auf Topspins viel zu hoch hinaus. Mit dem nötigen Handgelenkseinsatz kann man dem aber entgegenwirken. Hackblocks gelingen relativ gut, wobei auch ein solides Niveau an Unterschnitt erreicht wird. In der langen Abwehr überzeugt der Tokan mit einer hohen Kontrolle bei einer guten Schnittentwicklung. Zudem ist die Flugbahn schön flach. Mit ein wenig Übung kann man mit dem Tokan auf weichere Topspins gegenkontern. Dies gelingt auch aus der Halbdistanz ganz ordentlich. Damit dürfte das Gummi auch sehr gut für Gegenkonter, mit denen man sich zurück an den Tisch kämpfen kann, geeignet sein. Um es abschließend zusammenzufassen.
Der Neotec Tockern ist ein günstiger Langnockenbelag, der uns vor allem durch seine Leichtspürbarkeit sowie seine hohe Kontrolle und Offensiveeignung überzeugt hat und unsere Erwartungen damit deutlich übertroffen hat.